Wir haben das Glück, einen der letzten Fährmänner zu treffen. Mein Name ist An Wu Changzu und meine Familie lebt hier seit 5 Generationen. Meine Vorfahren waren Karawanenführer, die sich irgendwann hier niedergelassen haben. Bong Zlang liegt an der alten Teeroute, die Yunnan mit Tibet verbindet. An dieser Stelle hier konnte man mit einer sehr großen Fähre über den Yangtze übersetzen. Während der Schneeschmelze im Frühling und im Sommer stieg das Wasser und überschwemmte die Ufer. 18 gute Ruderer waren nötig, um gegen die Strömung anzukommen. Die Männer mussten außerdem gut schwimmen können. In der Blütezeit der Karawanen war die Fähre 3-mal so groß wie heute. 6 Mann standen an jedem Ruder und alle mussten im selben Rhythmus arbeiten. Man brauchte viel Kraft. Damals betrieb die Familie Chiaga die Fähre. Bezahlt wurde für jedes übergesetzte Lasttier und zusätzlich eine Art Wegzoll, der sogenannte Changling. Das war der Lohn für die Ruderer. Manche Fährleute verlangten auch Nahrungsmittel von den Reisenden und manchmal, wenn die ihr Essen nicht teilen wollten, haben die Ruderer sie und ihre Pferde in den Fluss gestoßen und sie dort ihrem Schicksal überlassen. Es kam auch vor, dass die Fähre kenterte und Menschen und Tiere ertranken. Irgendwann konnte die Familie Chiaga den Fährbetrieb nicht mehr bewältigen und gab die Konzession an das Kloster von Dongzhu ab. Wenige Kilometer flussaufwärts werden die Dörfer allmählich zu Städten. Neue Straßen und Verkehrswege führen immer mehr Menschen in diese Gegend. Es ist der Tag vor dem chinesischen Neujahrsfest, das mit dem tibetischen Frühlingsfest zusammenfällt. Etwa ein Dutzend Volksgruppen leben hier und jede von ihnen feiert auf ihre Art. Tian Shaxi ist Han-Chinese und hat einen Sitz im örtlichen Gemeinderat. Seine Vorfahren waren Karawanenführer, bis sie sich irgendwann hier niederließen. Shaxis Frau stammt aus Tibet. Das chinesische Neujahrsfest wollen die beiden ganz traditionell begehen. Hierfür kaufen sie eines der typischen roten Papierbänder, die mit Neujahrssprüchen versehen sind. Die Verse auf den Bändern verheißen Glück und Wohlstand für das kommende Jahr. Seht mal das da. Da steht: viel Erfolg, Reichtum und ein langes Leben. Wir sollten 2 nehmen. Ja, warum nicht? Anschließend kauft die Familie tibetische Gebetsfahnen, die am Dach ihres Hauses aufgehängt werden. Auf diese Weise respektieren sie die Tradition beider Kulturen. Die blauen Fahnen stehen für den Himmel. Die anderen Farben symbolisieren die Wolken, das Feuer, das Wasser und die Erde. Das sind die Grundelemente des tibetischen Glaubens. Zu Hause können die Vorbereitungen für das Neujahrsfest beginnen. Die vergleichsweise schmucklose Einrichtung des Hauses entspricht dem Stil der Han-Chinesen. Frau Tian macht sich an die Zubereitung des Festmahls. Wie man chinesische Nudeln herstellt, musste sie nach ihrer Heirat erst lernen. Mittlerweile jedoch sitzt jeder Handgriff. Bevor Shaxis Eltern gestorben sind, lebten hier 3 Generationen unter einem Dach. So ist es seit jeher Brauch, sowohl bei den Han-Chinesen als auch bei den Tibetern.
Die Jungen kümmern sich um die Alten und werden, wenn sie selbst alt sind, von ihren Kindern versorgt. Mein Großvater zog noch mit den Karawanen auf der alten Teestraße durchs Land. Ich gehöre zur 13. Generation meiner Familie. Vor langer Zeit ließen sich meine Vorfahren hier nieder, um Gebrauchsgegenstände zu fertigen, die es hier in Tibet nicht gab. So konnte sich über die Jahrhunderte die chinesische mit der tibetischen Kultur vermischen. Das Ergebnis spricht für sich. Heute ist dies eine blühende Wirtschaftsregion. Früher kamen Händler aus China, Indien und Nepal hierher, um Geschäfte zu machen. Von hier aus wurde der Tee in die abgelegeneren Gebiete Tibets transportiert, auf dem Rücken von Yaks oder Pferden, weil es damals noch keine befestigten Straßen gab. Die Stadt wurde zu einem lebhaften Handelszentrum, in dem alle möglichen Volksgruppen aufeinandertrafen. Shashis Enkelin ist 3 Jahre alt und ihr chinesischer Großvater bringt ihr einen tibetischen Tanz bei. Er fühlt sich in beiden Kulturen zu Hause. Die alte Teeroute schlängelt sich weiter durch das tibetische Hochland. Die atemberaubende Schönheit der Natur macht jedoch nicht vergessen, dass das Verhältnis von Chinesen und Tibetern nicht überall so harmonisch ist wie in Shashis Familie. Vielerorts ist die Beziehung zwischen den beiden Völkern heute so kalt wie das Wasser, das durch diese majestätische Landschaft fließt. Unsere Karawane zieht an Darong vorbei, einer kleinen Stadt, die sich an einen steilen Berghang zu klammern scheint. Hier zeigt Shangri-La eine andere, überraschende Seite. In Darong wird Polygamie praktiziert, genauer gesagt Polyandrie. Das heißt, eine Frau kann mehrere Männer haben. Die tibetischen Buddhisten akzeptieren diesen uralten Brauch, weil er sich als äußerst praktisch erwiesen hat. Nehmen wir zum Beispiel Jing, die 2 Väter und 1 Mutter hat. Einige ihrer Freundinnen haben sogar 3 Väter. Wir betrachten die Dinge von einem moralischen Standpunkt aus. Grundsätzlich legen wir Wert darauf, dass die Jungen die Alten respektieren und von ihnen lernen. Solange dieses Prinzip gewahrt bleibt, sehe ich keine Schwierigkeiten, was die Polygamie angeht. Wir haben nichts dagegen, wenn eine Frau 2 oder 3 Männer hat. Es hat sich gezeigt, dass diese Lebensform sehr gut funktioniert. Sie ist ein Teil der Kultur der Menschen in Darong. Der jüngere Papa von Jing kommt gerade nach Hause. In der Tasche den Lohn für mehrere Tage Arbeit. Mein älterer Bruder ist zu Hause geblieben und hat sich um die Felder gekümmert. Ich habe als Hirte draußen Geld verdient. Jetzt bleibe ich zu Hause und mein Bruder sucht sich eine Gelegenheitsarbeit. Wir verstehen uns sehr gut. Wir sind eine glückliche Familie. Im Haus bereitet die gemeinsame Ehefrau für alle den Tee zu. Finanziell geht es polygam lebenden Familien sehr viel besser als anderen. Einer der Gründe dafür ist, dass die Arbeit in solchen Familien auf mehr Schultern verteilt wird. Die Frau kümmert sich um den Haushalt. Ein Ehemann bestellt die Felder. Und der oder die anderen Männer arbeiten außerhalb, um Geld zu verdienen.
Alle teilen sich die Verantwortung. Es ist ein harmonisches Miteinander. Außerdem leistet die Polygamie einen Beitrag zur staatlichen Geburtenkontrolle. Laut Gesetz darf eine Frau, die mehrere Ehemänner hat, nur 2 Kinder gebären. Wenn jeder dieser beiden Brüder eine eigene Frau hätte, ergäbe das schon 4 Kinder. Im Hinblick auf die Überbevölkerung ist die Polygamie also eine gute Sache. Die Familienfotos in Shangri-La sind gewöhnungsbedürftig. Hier in Darong stört sich freilich niemand daran. Buddhistische Gesänge und Gebetsfahnen. Wir nähern uns dem Dach der Welt. Hier beginnt das Reich der heiligen Berge. Der Sauerstoff wird knapp. Die Pferde können das Marschtempo nicht halten. Die Männer müssen das Geschirr lockern, um den Tieren mehr Raum zum Atmen zu geben. Tagsüber brennt die Sonne unbarmherzig. Trotz der Hitze ist es unerlässlich, Kopf und Körper zu bedecken, um die Haut gegen die ultraviolette Strahlung zu schützen. Nachts sinken die Temperaturen unter Null. Unsere Karawane macht jetzt häufiger Rast. Die Tibeter sind im Gegensatz zu den anderen Männern an die dünne Luft gewöhnt. Für den Anführer der Karawane steht nun die Gesundheit seiner Leute und der Packtiere im Vordergrund. Der Anführer der Karawane ist für die Verpflegung seiner Männer verantwortlich. Er sammelt Steine und schichtet sie um ein Feuer auf, sodass eine Art Backofen entsteht. Alle sitzen um das Feuer und essen. Der Anführer muss die Mahlzeit gerecht verteilen. Er selbst nimmt sich als Letzter. Denn auf der T-Route sind alle gleich. Alle gehen dasselbe Risiko ein. Es heißt, wenn ein Tibeter länger als 2 Tage ohne Tee auskommen muss, wird er krank. In Tibet trinkt man den Pu'er-Tee mit einer Prise Salz und einem Klecks Yak-Butter. So angereichert wärmt das Getränk von innen und liefert die notwendigen Kalorien. Außerdem regt es die Fettverdauung an und reduziert den Milchsäuregehalt im Blut, der in großen Höhen deutlich ansteigt. Je weiter wir in diese Bergwelt vordringen, desto seltener werden die Dörfer. Litang erscheint uns deswegen wie eine Oase inmitten der Einöde. Mit 46.000 Einwohnern ist es die einzige größere Siedlung in der Region. Litang rühmt sich außerdem, die höchste Stadt der Welt zu sein. Ein imposanter Berg aus Gebetssteinen erhebt sich in der Nähe des örtlichen Lama-Klosters. Jeder Stein trägt eine Inschrift mit einem der 6 heiligen Wörter des tibetischen Buddhismus. Und jeder Reisende, der die Stadt wieder verlässt, hinterlegt eine solche Tafel, damit er gesund an seinem Ziel ankommt. 2 der insgesamt 14 Dalai Lamas, die es bislang gab, wurden hier geboren.